Hallo Leute, das sind wir schon wieder und ich habe hier jetzt gerade was gesehen, was mir gar nicht gefällt. Warum? Ist hier jetzt schon wieder... Oh, wir haben schon wieder Stromprobleme. Wir haben schon wieder Stromprobleme, weil das Band auf einmal nicht mehr voll ist. Das Eisenband ist nicht mehr voll. Das war randvoll. Dann baue ich nochmal so einen kleinen Reaktor. Ja, ich sorge schon immer dafür, dass die quasi ein paar Teile ran, wird immer mal wieder rangebaut. Also ich schmeiße immer mal wieder was rein, wenn ich was baue. Ja, tue ich auch. Er hat jetzt schon einen Großteil der Tanks hat oder einen Teil der Tanks hat er ein paar. So, jetzt glaube ich, hörst du mich wieder? Ja, ich höre dich. Aber das reicht halt nicht. Ich baue nochmal so lange, aber bis er das fertig hat, das dauert noch ein bisschen. So lange baue ich nochmal einen dreckigen. Oder keinen dreckigen, aber halt einen ineffizienten. Ja. Ja, klar. Und ich guck mal, dass wir irgendwo noch Rohöl irgendwie rankriegen. Und die Pumpen, brauchen die Strom? Ja, gell? Ja, die brauchen Strom. Das heißt, dann werde ich die mit Solarpanels und einem Akku anmachen, die neuen Pumpen. Dazu fehlt mir einfach momentan alles. Batterien. Ich brauche Batterien. Zack. Mal einen Akkubau. Zack. Und hier, die da. So. Nee. Was? Das weg. So. Zack. Solar. Dann für die Pumpen. Oh, was waren das jetzt für Punk? Was waren das jetzt? Öl. Öl. Wo haben wir denn nochmal Öl? Wo ist denn das? Lol, what the fuck? Öl ist ja. Da unten haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir was. Da oben haben wir 804%. Da muss ich das Lager da oben clearen. Das ist jetzt aber schon wieder arschweit weg. Jetzt ist aber die Frage, ja? Und, was vielleicht. Oder, nee, Stahl haben wir eigentlich momentan, glaube ich, noch genug. Der Stahl wird auch fast keiner produziert, weil in der alten Produktionskette hängt so. Ja. Wenn da ordentlich, wenn das jetzt dann wieder mit dem Strom dann gleich ordentlich läuft, und produziert ja die, dann kann ich da noch eine und noch eine ranhängen, die was jetzt Eisen produzieren, dann das. Unser Lager dann quasi wieder voll ist mit Eisen. Das kriege ich ja dann gleich hin. Ich werde dann gleich nochmal eine Eisenverbindung anbinden und dann kann ich oben nochmal eine extra Stahlproduktion auch nochmal hinsetzen. Dann haben wir da auch genug. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Wo ist mein Panzer? Da. Dass ich da oben wieder Rohöl kriege. Weil uns gehen sonst die ganzen anderen Dinger ab. Weil ohne Öl kriegen wir auch keine schnellen Laufbänder. Und die anderen Sachen nicht. So. Nicht mit einem Zug crashen. Ich glaube, so langsam macht. Also, was heißt so langsam? Das untere Eisenfeld hat wie viel Erz noch? Ach, okay. Hat erst 200.000 abgetragen. Das reicht noch. Autsch. So. So. Geh mal weg hier. Das ist natürlich die Frage. Oh, da ist natürlich ein Riesenlager jetzt dazwischen. Mehr ist es nicht. Okay. So.
Zodla. Knallen wir hier mal eine ran. Oh. Uiuiuiui. Zack, bauen wir uns hier noch ein paar Rohre und hier. Eins. Ja. Drei. Okay, dann brauchen wir da nochmal eins. Und das bringe ich am besten dann auch mit dem Zug runter. Das ist nur die Frage. Es könnte kurzzeitig Stromprobleme geben, weil ich gerade was umbaue. Ja, ja. Ja, ich bin jetzt gerade eh wieder auf einer anderen Baustelle. Büroöl. Was ich quasi eh mit Solar dann antreibe. Muss ich dann nur gucken, dass das wie verbinde ich denn so einen programmierbaren Lautsprecher zum Beispiel jetzt mit mit irgendwas? Du hast damit rumgespielt. Dazu musst du dieser Rhythmik-Logo. Außer es ist wirklich wichtig, ist das ein ziemlich kompliziertes Ding, was sich für uns jetzt nicht wirklich lohnt. Achso, so Stromschalter zum Beispiel. So. Ja, da musst du einen Stromschalter, genau. Dann kannst du da einen Befehl geben. Alles klar. Einfach... Passt. Ja, dann weiß ich nämlich. Dann kann ich nämlich hier. Weiß ich dann immer Bescheid. Das ist ganz gut. Wie funktioniert Verbindung des Stromnetzes zu steuern, kann über das Schaltungsnetz gesteuert werden. Zack. Schaltungsnetz an. Warum nicht verbunden? Warum bist du nicht verbunden mit einem Schaltungsnetz? Ja, baue ich da einfach mal alle Dinge. So. Okay. Schaltungsnetz nicht verbunden. Warum bist du nicht verbunden? Ein Schalter. Machen wir das. Rahmeneinstellung. Ach, das gucken wir uns dann an, kein Schimmer. So.
Die bauen wir auf jeden Fall nochmal. Zack. Laufen die Bomben. So, und euch verbinde ich jetzt. So. So, dann haben wir hier schon mal Rohöl drin. Dann. So. Wo ist hier der Ausgang? Hier. So. Sehr schön, so. Da ist jetzt schon zu wenig Energy. Das muss ich mir dann gleich angucken, wie das hier funktioniert. Ich gehe nochmal ganz kurz alle ab. Zack, das brauche ich gerade nicht, das brauche ich gerade nicht. Dinge brauche ich gerade nicht, das nicht, nicht, das nicht. Und die auch nicht. So, was brauche ich? Ich brauche... das da? Ich noch einen Stahlträger. Schade, habe ich nicht. So. Kann ich da noch einen bauen? Nee, aber dann einen. Zack. So. Eine Pumpe, kann ich da noch eine ansetzen? Auch nicht, brauche ich auch noch was, okay. Ah, dann fahren wir wieder zurück. Und dann muss ich noch Schienen verlegen, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich hier dieses Lager hier geklärt bekomme. Ah. Panzer ist kaputt. Oder geht gleich kaputt. Ach, hey. Oh, auch die Viecher sind jetzt schon ganz schön stark, gell? Ja. Kannst dir ein paar. Ich muss halt den Panzer immer wieder reparieren. Also, ich kann das eine Lager nicht mal voll und ganz clearen, ohne Zeit immer den Panzer zu reparieren. Ich muss da einmal durch, um da quasi die Schienen dann hinzusetzen. Für die Tanklaster. Die ja. Was dann. Also ich werde jetzt hier nochmal ein komplett eigenes Schienennetz. Das ist wahrscheinlich klüger, da das zum eigenen zu machen. Weil sonst kenne ich mich da gar nicht aus. So. Und dann kriegen wir wieder Plastik ran. So. Wo haben wir? Hier haben wir. Blablabla. Ja, und dann nehme ich einfach alles mit hier. Zahnrädchen. 5 baue ich hier einfach. Dann haben wir ein Zugsignal. 1, 2 Zughaltestellen. Bisschen Munition. Dann lüftet es hier auch dann bald richtig. Ja, da
Ach, die haben den Panzer schon repariert. Weil die sind ja fleißig, die Drohnen. Ja, dann kann ich ja da gleich wieder zurück. Repariert ihr das auch? Ach, das habe ich ganz kaputt gefahren. Das habe ich ganz verstört. So. So, der Zug hier wartet wieder auf den anderen. Ich muss hinkriegen, dass die schneller beladen werden, die Züge. Haben wir dann dieses Eisennetz hier auch schon geklärt. Das werden wir dann wahrscheinlich über dasselbe Schienennetz fahren lassen wie das andere Zeug. Ja. Jetzt komm schon. So, dann heizt du da einmal noch durch. Oh, 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 oh. Knapp, knapp, knapp. Hilfe, Hilfe, der Panzer ist fast kaputt. Ach je. Geh du da fein nicht drauf hier? Ja, wahrscheinlich. Also ich schaff's, dass ich wahrscheinlich nicht drauf gehe. Wenn ich jetzt den Panzer schnell repariere. Alter Schwede. Aber dann ist das Lager auch geklärt. Oh nee, das ist ja immer noch so groß. Kann man irgendwie die Panzer verbessern noch? Nicht mehr, gell? Es gibt nur noch bessere Rüstung. Ja, besser, du kannst bessere Munition verwenden. Gibt noch haben wir bessere Munition? Flammenwerfer-Munition mit Uranium? Nein, aber Kanonen. Ja, Kanonen. Stimmt, gibt's ja auch noch. Aber bis wir die erforscht haben, unsere Forschung momentan ist schon extrem langsam, weil ich hier Bullshit habe, die ich brauche. So. Zack. So. Okay, reparieren wir mal wieder den Panzer. Und ich glaube, einmal noch durchfahren, dann ist das Lager Geschichte. Dann hat sich das ausgelagert da unten. So, und mehr Reparaturkits habe ich auch nicht mehr. Da bauen wir mal noch zwei. Zack. Habt ihr noch Gebäude? Jawohl, zwei habt ihr noch. Ah. Müsste jetzt geklärt sein, das Lager eigentlich. Jawohl. Sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen beigetragen, dass der Planet wieder ein bisschen leerer ist. Oh, jetzt ist mir gerade was eingefallen. Es ist ja jetzt so, um Rohöl mit dem Zug zu verschicken. Es gibt zwar den Tanker, gell? Also den Tankwaggon. Ja, aber du müsstest aber für einen Teil kannst du es ja dann in so Kisten tun in, und in die Fässer, in so gell? Fässer tun und dann. Und dann drüben wieder aus. Oh. Aber du kannst einen Tanker benutzen, wenn kommt drauf an, für was du es benutzt. Wenn du es direkt wieder in so ein Teil rein tust, ist wahrscheinlich der Tanker die schlauere Idee. Das war der Plan, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich das in den Tanker rein? In den Tankwaggon. Ich
schätze mal, dafür gibt es einen Weg, weil das wird ja irgendwie möglich sein, wahrscheinlich mit Rohren irgendwie direkt ranführen oder so. Ja, mal gucken. So, ich baue auf jeden Fall hier ein. Wie soll es denn sonst funktionieren? Baue ich auf jeden Fall mal zwei so Tanks, die was hier schon mal lagern. Das, zack, das muss ich jetzt mal kurz ausprobieren. Zack, so. Weg, hier ist ein Tankwaggon. Da sind drei Tanks jetzt drin. Ach, die kann ich auch trennen, die Tanks. Ich kann einen großen Tank oder zwei kleine. So, wie fülle ich die dann? Fülle ich die so? Sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Nee. Yep, wir produzieren jetzt wieder genug Strom momentan, weil ich habe das Ganze jetzt hier ein bisschen vergrößert. Okay. Hier produziere ich zu wenig. Okay. Aber die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und bis dahin habe ich mich mal informiert, wie ich mit den Tankwaggons, wie ich das so mal mache. Also Leute, tschüss. Haut rein. Zum nächsten Mal.